Ich war schon als Jugendlicher schauspielerisch sehr aktiv, weswegen ich anfing, eigene Synchronisation im Netz hochzuladen, was mir mit 19 Jahren mehrere Jobs als Regisseur und Sprecher für verschiedene Serien einbrachte. Nur, dass ich es danach alles wieder in Deutschland verlieren durfte. Aber beginnen wir mal mit dem Anfang 2010. Denn dann begann ich mit dem Upload eigener Synchros von Animes und Serien. Was ich nicht empfehle nachzumachen, da das schon damals übelste Urheberrechtsverletzung darstellte. Mit der Zeit lernte ich dann mehr und mehr Animatoren kennen, in deren Produktion ich als Gastbeitrag mitwirkte. Mein wichtigster Synchronkollege zu dieser Zeit war Blacklead, der ursprünglich noch mit seinen eigenen Videos YouTube bereicherte. Gleichzeitig lernten wir einen damals gerade durchstartenden Animator namens Dirty White Pain kennen. Insbesondere Blacklead und ich machten uns immer mehr an Synchronproduktion, wodurch so wunderbare Dinger wie die Hellbenders-Episoden entstanden sind. Jungs, ihr habt Weihnachten gerettet und ich bin Jesus. Danke, Jupiter! Jason? Oder deutschten damals die populären Pokémon aber mit Tieren-Episoden ein. Ja, los, Robert, zeig's ihm! Yeah, komm schon, los, Wurm! Wurm, benutz! Ach, scheiß drauf, ich mach's alleine. Hey! Dirty White Paint unterstützte ich auch sehr viel bei seinen Cartoon-Produktionen und sprach am Anfang so gut wie jeden seiner Charaktere ein. Ich glaube, den größten Boom innerhalb Deutschlands erlebte er dann damals mit seiner Dubstep-Zauberflöte und der Biene. Hey Mann, schau mal, was ich hier habe. Eine magische Flöte. Die Zauberflöte! Über die Laufe der Jahre haben wir dann an so vielen Projekten mitgewirkt, dass teilweise 1 Million Aufrufe pro Video keine Seltenheit darstellte. Und wenn man all die Aufrufe der Einzelprojekte und Serien zusammenzählen würde, haben wir mehrere 100 Millionen an Menschen erreicht. Trotzdem wusste nur eine wirklich harte Fanbase, wer eigentlich die Macher und Stimmen hinter diesen Projekten waren. Bis zum Jahre 2012, als die ersten kleinen amerikanischen Indie-Firmen auf uns aufmerksam wurden und uns für die Eindeutschung ihrer Projekte engagierten. Von Serien wie sowas hier. Halt still. Ich bekomme... Piss! Oh, Entschuldigung. Da ist es. Komm schon. Oh, komm schon. Ah, fast. Mist. Knapp. Knapp daneben. Mist. Hier. Ha, fast. Halt still. Okay. Hab es. Eines dieser Indie-Firmen wurde dann vom amerikanischen Unternehmen Monomedia aufgekauft. Ihr kennt wahrscheinlich Monomedia von Serien wie Happy Tree Friends. Und da Monomedia echt zufrieden mit der Eindeutschung war, haben sie mich angefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die Eindeutschung ihrer anderen Serien auch zu koordinieren. Mit zarten 19 Jahren. Bei denen war ich dann für die Übersetzung des Dialogbuches zuständig, bei der Koordination und Regie der Sprecher, sowie für die finale Abnahme des Mix und des Masters. Darunter zum Beispiel mein persönlicher Favorit Deep Space 69, in welcher ich unter anderem Hamilton sprach. Ich weiß nicht so recht, Jay. Denkst du nicht, Blondine stände mir besser? Hamilton, du siehst sexy aus. Ladies, sieht er nicht sexy aus? Okay, ich kontaktiere die GKK. Ham, wie war deine sexy Lady-Stimme? Ich bin eine kleine Weltraumnutte. Ekelhaft. Scharf. Oder so leicht trashige Serien wie Henker und Freund. Was zur Hölle, Freund? Hast du etwa niemanden gefoltert, während ich weg war? Nein. Aber ich habe eine Folter-Selbsthilfegruppe gegründet. Es läuft auch wirklich gut. Sogar Kork, der Blutsauger, hat Fortschritte gemacht. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich wie ein besseres Wesen fühle. Aber jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Ich war also nun mit 19 Jahren für die Eindeutschung von Serien amerikanischer und britischer Medienfirmen zuständig, wo es oft um nicht wenig Geld pro Serie ging, während ich mich nebenbei in der Regie, Schauspielerei und Stimmbildung weiterbildete. Und trotz alledem konnte ich damals daraus kein bisschen Kapital innerhalb Deutschlands schlagen. Selbstverständlich habe ich mich mit diesem Portfolio bei Synchronstudios und Publishern beworben, sei es als Sprecher für neue Shows, sei es als studentische Hilfskraft zur Marketingunterstützung oder Lizenzfindung oder generell um bei der Eindeutschung von Produkten zu helfen. Nichtsdestotrotz bekam ich keinerlei Resonanz. Nada. Niente. Ich konnte froh sein, wenn meine automatisierte Antwort zurückkam. Obwohl ich mit Anfang 20 Budgets von mehreren 10.000 Euro handhabte, und mit den Produktionen teilweise Millionen an Aufrufen generierte, hatte ich trotzdem nicht mal ansatzweise eine Chance, an eine Nebenrolle in einer deutschen Serienproduktion zu kommen. Wie ich dann schmerzhaft feststellen musste, liegt das an ein paar Besonderheiten, die der deutschen Synchronszene zugrunde liegen. Die deutsche Synchronszene ist eine sehr hart umkämpfte und sehr Vitamin B-lastige Branche. Es war unglaublich schwierig, trotz meines Portfolios und Weiterbildung ohne Agentur oder Kontakte auch nur an eine Nebenrolle ranzukommen.
Wenn es da mal Castings für größere Produktionen gab, war es die unterste der untersten Komparsenrollen. Da es für die Hauptrollen sowieso schon oft eine spezifizierte Vorauswahl aus bekannten Sprechern gab, deswegen ist euch doch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, dass immer wieder dieselben Stimmen in Serien und Filmen zu hören sind. Gleichzeitig wurden Internetproduktionen damals in Deutschland nicht so wirklich ernst genommen, obwohl wir teilweise mehr Aufrufe als so mancher Fernsehsender generierten. Ich habe das in meinem jungen Kopf damals gar nicht so richtig begreifen können, dass ein Video hochgeladen wurde und plötzlich Millionen Menschen deine Stimme hörten. Du aber davon nichts hast, wenn du nicht deinen eigenen Namen in die Welt hinausträgst. Wie gesagt, um 2010 herum war das ganze Social Media Game noch ein bisschen unausgereifter. Denn Social Media Präsenz oder Vitamin B wurde ein immer wichtigerer Faktor bei der Auftragsvergabe. Und ihr habt doch sicher auch mitbekommen, wie viele große Haupt- und Nebenrollen plötzlich an bekannte Social Media Stars oder YouTuber vergeben werden, weil sie unabhängig ihrer Fähigkeiten eine große Fanbase aus Kindern und Jugendlichen ins Kino brachten. Da ich in dieser Karriere noch völlig am Anfang stand, konnte mir das letztlich egal sein. Aber wie niederschmetternd muss das sein, wenn du jahrelang eine Schauspielausbildung machst und du die Rolle dann nicht mal bekommst, weil du den Regisseur nicht persönlich kennst und einfach nicht die Reichweite besitzt? Stell dir mal vor, du wendest diese Logik auf andere Bereiche an. Nein, 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 das ist doch alles völlig schief und krumm. Ich dachte, du mit deinen 1 Million Abonnenten wüsstest, wie man so eine Brücke baut. Ich bin Kameramann, Sir. Ach, hätte ich doch nur du, Gabi, mit ihren 5 Millionen Abonnenten genommen. Ich wusste, ich hätte keinen No-Name engagieren sollen. Geh mir aus den Augen, du Mikro-Influencer-Schande. Okay. Und besorg dir mal ein paar mehr Abos, damit du endlich mal lernst, wie man eine Brücke baut. Wir haben ja in den letzten Jahren einige solcher Beispiele erlebt. Sprich, mit Anfang 20 hatte ich mehr Chancen, mit meinem Portfolio internationale Aufträge und Rollen zu ergattern, als innerhalb Deutschlands. Davon hatte ich dann auch relativ schnell die Nase voll. Ich beendete die letzten Projekte und half nur noch ab und an als Stimme bei meinen Companieros aus. Da ich aber bis 2016 mehr und mehr Spaß und Interesse an Zeichentrick gefunden habe, habe ich dann angefangen, meine eigenen Produktionen über Marshall laufen zu lassen. Und plötzlich konnte ich durch das Branding viel einfacher an Sponsoren und Aufträge gelangen. Jetzt sprach ich eben meine eigenen Produktionen für andere Firmen ein, machte selbst die Vertragsgestaltung und war dann letztlich das Werbegesicht. Ich konnte damit in Deutschland zwar nie wirklich Fuß fassen, aber bin trotzdem sehr froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und all diese Erfahrungen sammeln durfte. Ich war quasi zur falschen Zeit am richtigen Ort und würde meinem jüngeren Ich wohl raten, dass er ein besseres Branding betreiben soll, falls er es in dieser Branche, in diesem Land, in irgendeiner Form schaffen möchte. Erst wenn ihr ein immenses Portfolio vorzuweisen habt, erst dann wird das Branding weniger wichtig. Denn dann könnt ihr auf euer Vitamin B zurückgreifen. In Deutschland macht das den Unterschied aus, ob ihr an eine Rolle rankommt oder nicht. Langfristig peile ich einfach jetzt selbst an, meine eigenen Serien und Filme zu produzieren und hoffentlich etwas mehr Leben wieder in die deutsche Animations- und Zeichentrickbranche reinzubringen. Falls ihr auf sowas Bock habt, würde ich einfach mal raten, dass ihr ein Abo dalasst.